Hallo und herzlich willkommen, liebes Sternzeichen, auf meinem Kanal Tarot bei Merlin. Ja, Weihnachten ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Weihnachtszeit mit euren Lieben in Harmonie. Und ja, so schnell geht's. Man freut sich das ganze Jahr drauf. Dann ist die Vorbereitung da und schwuppdiwupp ist Weihnachten dann schon wieder vorbei. Ja, ich habe viel Zeit mit meiner Mama verbracht, waren gestern noch vor meiner Freundin, die Eltern, haben wir die noch besucht. Und mit meinen Tieren habe ich auch sehr viel Zeit verbracht. Finde ich auch mal sehr wichtig, dass die dann einfach spüren, man hat Zeit, man hat Urlaub, man kümmert sich um seine Lieben. Und die Lieben sind natürlich auch meine Tiere. Ja, ihr Lieben, wie versprochen, würde ich ganz gerne jetzt die Legung machen für die einzelnen Sternzeichen. Also einfach nochmal so ein Ausblick, was du dieses Jahr noch zurücklässt, was vielleicht dieses Jahr noch ein Thema für dich war, was du gegebenenfalls vielleicht auch mit in das neue Jahr nimmst. Dann einfach mal so den Ausblick leicht wagen, so wir knabbern mal so ganz leicht den Januar 23 an. Welche Themen da für dich wichtig sind, was nimmst du mit, was beschäftigt dich gerade, wie sind die Energien momentan und so weiter. Das würde ich mir ganz gerne mal anschauen für dich. Wie gesagt, die Karten, das wiederhole ich ganz gerne immer, diese Legungen sind für das Kollektiv. Das sind also nicht persönliche Legungen, weil ich dich persönlich auch gar nicht kenne. Das heißt, nimm bitte auch nur die Legung an, wenn sie zu dir passt, wenn du damit in Resonanz gehst. Ansonsten mach es bitte nicht zu deiner Legung. Du kannst parallel auch gerne mal nachschauen nach deinem Mondzeichen, Venuszeichen oder Aszendenten. Für alle die, die meinen Kanal schon kennen, wissen das. Ich wiederhole das gerne immer. Man kann das einfach bei Google einfach eingeben, kostenlos berechnen lassen. Es gibt genug Seiten, die das auch fachmännisch tun. Bitte dafür kein Geld bezahlen, das muss nicht sein. Ihr müsst letztlich drei Angaben haben. Geburtsdatum weiß jeder, Geburtsort weiß auch jeder. Wenn er es vergessen hat, guckt er im Personalausweis rein. Kleiner Scherz. Wo ich Probleme hatte, war die Geburtszeit. Das weiß nämlich tatsächlich nur meine Mama. Die ist schwer dement und gut, ich habe es damals mir früh genug von ihr sagen lassen, aber das ist halt schon immens wichtig, weil das braucht man letztlich für diese Berechnung. Und so hast du die Möglichkeit, einfach auch mal in die anderen Legungen reinzuschauen, ob die vielleicht besser dann in dem Moment mit dir in Resonanz gehen würden. Na, so als kleiner Vorschlag, als kleiner Tipp. Ansonsten möchte ich auch gar nicht lange drüber reden. Was ich aber ganz, ganz wichtig noch machen möchte, ist mich ganz herzlich bei euch bedanken. Ich bin nach wie vor, ja, mir fehlen tatsächlich die Worte, wenn ich da schaue, wie viele Leute bereits meinen Kanal abonniert haben, wie viele Leute sich die Videos angeschaut haben, die vielen Likes, die netten Kommentare von euch. Dankeschön. Wirklich, von Herzen. Vielen, vielen Dank, weil das baut mich quasi auch auf, Zeit zu nehmen, mich jetzt hier hinzusetzen, auch wieder neue Videos zu machen, wenn ich auch was von euch zurückbekomme, ne? Wo ich einfach weiß, okay, es wird angeschaut, es hilft euch, dem einen oder anderen. Deswegen freue ich mich umso mehr. Und das gibt mir auch diese Energie, die man dafür braucht. Ne? Das ist jetzt nicht einfach nur so für manche, ich lege hier Karten, sondern ich beschäftige mich damit. Ich begebe mich, bevor ich jetzt diese Videos anfange, schon mal, dass ich in Resonanz gehe. Vielleicht ein guter Tipp, ich habe jetzt hier mit Kräuterstäbchen, Räucherstäbchen angefangen. Auch sehr tolle Mischung, das ist die Engelsversöhnung, die ich heute für euch hier angemacht habe. Das ist eine Mischung, die man auch für Versöhnung nimmt, dass man die Geisteswelt, man sich verbinden kann. Erinnert mich so leicht eine Mischung Weihrauch, aber nicht nur Weihrauch, sondern schon sehr intensiv. Aber man merkt einfach, man kann viel besser in die geistige Welt eintauchen und die Gedanken, die so auf einen einströmen, sich abschotten. Und das ist halt sehr wichtig, um halt auch eine vernünftige Verbindung aufzubauen. Ne, weil Tarotkarten legen ist nicht einfach nur Karten aus dem Stapel ziehen, hinlegen und irgendwas dazu sagen. Das ist schon ein bisschen mehr. Ansonsten wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß und nicht nur Spaß, sondern dass die ein oder anderen Legungen euch auch helfen bei euren Herausforderungen, die ihr vielleicht momentan habt oder auch einfach eine Bestätigung, dass ihr momentan einfach tollen, positiven Energie seid, auf dem richtigen Weg seid und was das ja dann alles noch so bringt. Die Legung wird dann so für jetzt gültig sein, ne? Das heißt für den 27.12. bis Ende des Jahres, Anfang Januar. Ja, also ich mache jetzt wie gesagt keine Jahreslegung, da bin ich nach wie vor ein Gegner von, weil ich mir einfach sage, man kann mit Tarotkarten ein Maximum Zeitraum von 3 Monaten abbilden, ein ganzes Jahr würde ich mir persönlich nicht zutrauen. Ich weiß, es gibt genug Leute, die machen das, maybe, keine Kritik, jeder so wie er das möchte, aber ich persönlich würde immer sagen, maximalen Zeitraum von 3 Monaten, das würde ich mir zutrauen. Aber da ich ja regelmäßig Videos für euch mache, denke ich mal, würde ich das auch so im Turnus beibehalten. Ich hoffe, dass ich das zeitlich auch weiterhin so schaffen kann.
weil ich mich parallel noch für den Tierschutz engagiere. Klar, ich bin Vollzeit am Arbeiten, ich habe jetzt gerade Urlaub und ich muss wirklich sagen, Gott sei Dank, ich war auch wirklich platt. Ich habe heute auch längeren, kann ich ganz offen sagen, bis kurz nach 10 nicht tief geschlafen, war mit den Katzen gekuschelt, weil man sonst ja immer nach der Uhr arbeitet und sowas hasse ich eigentlich. Ne? Dass man immer nur, ja, Uhrzeit, 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 ne? Das ist dann halt irgendwie blöd. Deswegen, ich genieße meinen Urlaub jetzt und ich genieße vor allen Dingen jetzt für euch die Legung zu starten. Und ich habe jetzt, glaube ich, auch genug gequatscht. Wenn dir die Legung gefallen hat, wie gesagt, würde ich mich immer über einen Like von dir freuen. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn gerne. Einfach auf die Glocke klicken, dann würdest du auch kein Video mehr von mir verpassen. Und wie gesagt, mir hilft es auch natürlich wahnsinnig weiter. Klar, netten Kommentar, freue ich mich natürlich auch immer. Da das die letzte Legung ist, wünsche ich euch allen vielen, vielen Dank für euren wahnsinnigen Support in diesem Jahr. Und ich bin noch gar nicht so lange on air, hätte ich fast gesagt. Das sind jetzt roundabout 30 Tage, ein bisschen mehr, 31. Ich wünsche euch einen wunderschönen, guten Rutsch ins neue Jahr 2023. Positive Energie. Wie gesagt, wir haben Mars-Energie dieses Jahr. Das wird uns richtig voranbringen. Das wird mich, dich voranbringen. Und ich wünsche wie immer euch das allzeit Beste. Alles Liebe, alles Gute und wir gehen jetzt in die Einzellegung. Ich nehme euch jetzt mit. Los geht's. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen, mein Sternzeichen, mein Kollektiv der Sternzeichen Fische. Ja, ich begrüße dich ganz herzlich zu deiner Jahresabschlusslegung, wie versprochen. Und ich werde auch direkt gleich starten und dann geht's auch direkt los, ja? Liebes Universum, gib mir bitte eindeutige und klare Botschaften für mein Kollektiv der Sternzeichen Fische. Was ist jetzt richtig und wichtig? Und welche Botschaften sind erforderlich? Welche Botschaften darf ich meinem Kollektiv weitergeben? Liebes Universum, gib mir bitte nur eindeutige und klare Botschaften für meine Sternzeichen Kollektiv Fische. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtstage im Kreise eurer Lieben. Weihnachten geht immer zu schnell vorbei, ruckzuck. Ruckzuck ist es dann schon wieder gewesen und wir freuen uns dann ja jetzt auf Silvester. Ich persönlich bin niemand, ich freue mich natürlich auch auf Silvester, aber das ganze Böllern und sowas alles, klar, habe ich früher auch gemacht, da bin ich eigentlich nicht mehr so für, wenn man viel mit Tierschutz zu tun hat, viel Tiere hat und man sieht, wie ängstlich die Tierchen dann sind, dann ja, fand ich es damals ganz gut, dass man das eigentlich jetzt, ja, verbieten würde ich es nicht, ist eine Tradition, aber ich finde es halt eigentlich nicht so schön für die ganzen Tiere, die ja dann in Angst leben. Ne? Aber es ist halt auch eine Tradition, muss jeder selber wissen, das war nur so nebenbei. Ich wünsche euch natürlich schon mal einen tollen Jahresübergang und hoffe natürlich auch, dass wir uns im neuen Jahr sehen. Ich möchte mich aber an der Stelle nochmal ganz herzlich bei euch allen bedanken für den tollen Support. In der letzten Zeit hat mich wahnsinnig gefreut. Ja, ich mache ein anderes Liegesystem als sonst. Es sind ein paar Karten mehr dabei. Die erste Linie zeigt eine aktuelle Energie, die Sachen, die du noch in 2022, die dich beschäftigen. Und das ist halt der Ausblick so zwischen den Jahren. Ausblick 2023 Januar. Ne? Und wie, ich habe dir auch noch zwei Orakel-Decks mitgebracht. Einmal das Merlin-Orakel vom Schirner Verlag, unheimlich tolles Kartendeck. Und das Liebesorakel-Botschaften von Herzen ist halt auch mit dabei. Und das werde ich dir gleich nochmal raussuchen, ja. Ja, zwei Königinnen haben wir schon mal. Drei Königinnen. Wow, das Ass der Kelche. Okay. Ja. Oh ja. Ja, ja, lass uns mal starten. Liebes Sternzeichen Fische. Deine jetzige Energie. Du hast momentan, das ist, kannst du es mit einem Schützen, Löwen oder Widder zu tun haben. Das ist die Stabenergie. Ja, zwei, der Schnäbel, das ist so, du hast, du betrachtest, oder beziehungsweise anders gesagt, du hast momentan eine Herausforderung, zwei Möglichkeiten, es wird noch ausgewählt, du stehst zwischen zwei, den Blickwinkel hast du aber schon, ja, du stehst momentan zwischen zwei Entscheidungen und du bist momentan überlegen, welches ist die richtige. Hier ist der Rat, änder mal deinen Blickwinkel. Ja. Ja, wo führt das hin? Du hast hier, wie gesagt, drei Königinnen, und zwar fast alle Königinnen in der kleinen Arkana. Fängt an mit der Königin der Kelche. Kelchenergie ist deine eigene Energie. Das würde halt für Fische, für Skorpione und Krebs stehen. Und die Königin der Kelche, das ist eine Karte,
ja, sich einer Sache oder Beziehung ganz hingeben. Du sollst dich entspannen und aus deinem Gefühl heraus handeln. Ja, zu vermeiden wäre hier Eifersucht, Bosheit, Unaufrichtigkeit oder jemand nicht vergeben können. Vermutlich bist du momentan mit der Entscheidung in der Liebe, dass du eine Partnerschaft hast, die nicht so gut gerade funktioniert, oder ihr momentan ein Thema habt, die Streit aufkommen lässt. Und ja, du sollst hier auf deine Gefühle hören. Ja, hier hast du es vermutlich wieder mit dem Element Feuer zu tun, sprich Schütze, Widder, Löwe. Das ist die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe, das ist eine Karte, die steht für Kreativität, für Willensstärke. Und du sollst dich mit deiner Kraft auf das Wesentliche konzentrieren. Ja, du sollst dein Leben auch mal in die eigene Hand nehmen. Du sollst auch an dich denken. Ja. Und dann kommst du letztlich auch in diese Energie, wo du hinkommst. Ne? Habt ihr Katzen zu Hause? Da ist immer die Katze mit dabei. Ja, warum ist das momentan so? Oder was sagt die Energie Ende zwischen Jahren noch aus? Zwei der Schwerter. Das Luftenergie steht normalerweise für Waage, Wassermann, Zwilling. Ich bin aber auch für Sachen, die unheimlich im Kopf passieren. Ja, aber hier wird halt was ganz bewusst durchgeplant. Es gibt hier aber Blockaden, das ist auch so die Pausenkarte. Ne? Momentan ist bei euch Eiszeit in der Beziehung oder beziehungsweise du schottest dich ab. Da ist natürlich so die Frage, ob das immer das richtige Vorgehen ist. Ja. Was sagt dir denn jetzt die dritte Königin? Ja, das ist die Königin der Münzen. Münzenergie steht ja immer für Finanzielles, für Stabilität. Ist auch eine sehr langsame Energie im Tarot. Mhm. Ja, die Königin der Münzen steht halt für materialistische Dinge. Na, also man muss dir schon was bieten. Deine Sorge ist halt, oder du sorgst dir oder du wünschst dir halt eine gewisse Stabilität. Ne? Aber um sowas zu erreichen, sollte natürlich auch deine sinnliche Kraft wieder nach oben kommen. Sie steht auch für Ausdauer und Stabilität. Das heißt, du hast alle drei Königinnen. Die Kraft hast du, die Ausdauer hast du auch. So, ihr Lieben, sorry, ich musste mal kurz unterbrechen. Ihr hört mich wahrscheinlich jetzt so etwas deutlicher wieder. Ich hatte den Akku gewechselt, hatte vergessen, das Mikrofon einzustecken. Ganz toll. Naja, genau, wie geht's hier weiter? Du willst hier etwas nicht loslassen. Das ist wieder Münzenergie. Ja, Münzenergie, ne? Sternzeichen könnte sein Steinbock, Jungfrau, Stier. Diese Karte steht hier zum einen natürlich materialistische Dinge, aber du willst hier oder kannst hier etwas nicht loslassen. Ja, das ist auch so eine Karte für ja, finanzielle Absicherung. Du willst dann was festhalten. Du willst auch nichts abgeben. Ja, das kannst du am besten beantworten. Ne? Was willst du nicht loslassen? Was ist finanziell das Thema bei dir? Aber eine Ass-Karte, das Ass der Kelche. Ja, Ass der Kelche ist eine wunderschöne Karte. Denn die steht für die große Liebe, für große Gefühle, für ja, Gefühle im Überfluss, auch für Fruchtbarkeit. Also wer schwanger werden will, ist eine gute Zeit. Aber hier gibt es Gefühle im Überschuss. Also du wirst hier wieder hinkommen. Aber warum, wie geht's weiter? Wir schauen weiter. Ne? Dann haben wir nochmal 8 der Kelche. 8 der Kelche ist so die Karte, ja, nach wie vor Element Wasser. Ne? Das ist deine eigene Energie. Fisch, Skorpion, Krebs, aber das ist deine eigene Energie, spüre ich hier ganz deutlich. Das ist momentan so die Botschaft, naja, man will mit der Liebe momentan nichts mehr zu tun haben. Aber eine mögliche Rückkehr ist offen. Man sieht ja auch hier, die Kelche stehen hier, die sind nicht umgefallen, er läuft aber in die andere Richtung herein. Aber hier gibt es auch Klippen und so, der kann da nicht drüber klettern. Das heißt, er wird hier zurückkommen. Und vielleicht stellst du dir einfach die Frage, wieso ist das momentan eine Beziehung so, wie es ist? Aber du hast hier das Ass im Deck liegen. Das Ass ist eine unheimlich gute Glückskarte. Das heißt, es wird hier eine Rückkehr zur Beziehung, zur Liebe hier prophezeit. Ja, Ausblick Januar, 1. Januarwoche, wie geht es da weiter? Das ist eine große Karte der Arcana, die Karte die Liebenden. Ja, wunderschöne Karte, die Liebenden, Karte 6 in meiner großen Arcana. Steht für Sternzeichen Zwilling.
Der Weg der Liebe vertrauensvoll gehen ist hier immer so die Überschrift. Ne? Steht für Hingabe, Erotik, Sinnlichkeit, aber auch für großes Glück. Ist die Beziehungspartnerschaftskarte. Also das heißt, du wirst hier im Januar wieder in eine, auch wenn du jetzt in einer Beziehung bist, wird die wieder ins große Glück kommen. Das heißt, ihr werdet euch erneut wieder aufeinander zugehen können. Oder wenn du Single bist, wird im Januar auf dich jemand zukommen. Vielleicht kennst du ihn schon, vielleicht kommt jemand Neues in dein Leben. Ja. Dann haben wir aber auch die Karte der Tod. Ja, die Karte der Tod, auch eine Karte aus der großen Arkana, Karte 13, dem Skorpion zugeordnet. Der Tod steht natürlich immer, etwas wird beendet, aber etwas fängt auch neu an. Du sollst lernen, loszulassen. Ja, in der Liebe steht sie aber immer für eine Pause oder das Ende einer Pause und ein Neubeginn. Und das passt hier ganz gut, weil die liegt hier neben den Liebenden. Das bedeutet, ihr werdet hier einen Neubeginn erfahren. Entweder hast du eine Beziehung beendet und du lernst im Januar direkt jemand Neues kennen. Hier würde ich aber sagen, wenn du in einer Beziehung bist, die momentan nicht gut funktioniert, wirst du einen Neubeginn starten und ihr werdet euch wieder versöhnen und diese Beziehung wird auch wieder fruchtbar werden. Ja, Münzenergie. Das Ganze braucht etwas Zeit zum Wachsen. Es ist viel Porzellan zerschlagen worden. Das ist ja so die Warteposition. Ne? Es geht momentan auch nichts voran. Du hast aber das, was man erreicht hat, hat man. Das ist eine sehr passive Karte, auch eine sehr langsame Karte, aber unheimlich stabil. Da kommt unheimlich viel Stabilität bei euch rein. Aber ihr sollt euch jetzt Zeit lassen. Acht der Münzen. Ja, unterstreicht das Ganze auch nochmal. Ne? Münzenergie ist halt eine langsame Energie. Ne? Das ist leider so. Ist Erdelement. Ne? Steinbock, Jungfrau, Stier. Aber steht für, ja, acht der Münzen, ne, steht für Fortschritt, für Erfolg. Es geht deutlich etwas in Stabilität und es geht voran. Man sieht ja auch, ne, er arbeitet hier, hat hier was an die Wand gegangen, er arbeitet aber weiter. Und das ist auch so diese Aussage, ihr müsst beide an dieser Beziehung arbeiten. Nicht einer, nicht der andere, ihr müsst da schon ja, in Harmonie. Ne, also nicht der eine sagt rechts, der andere sagt links, das funktioniert nicht. Ihr müsst halt schon die Mitte finden. Ne, das Leben ist Geben und Nehmen, Beziehungen auch. Ja, ich möchte ganz gerne noch mal Klärungskarten haben für mein Kollektiv der Fische. Welche Ratschläge hat das Universum noch für euch? Ja, diese Karte war es. Sechs, uah, das fällt hier alles runter. Sechs der Kelche. Das ist eine Karte aus dem Telemataro. Ja, sechs der Kelche. Element Wasser ist deine Energie. Sechs der Kelche steht so für. Ja, ich sag mal, eine wunderschöne Karte eigentlich. Du siehst, in den Kelchen sind überall Blumen drin. Blumen stehen für Harmonie, für Glücklichsein. Ist auch eine Vergangenheitskarte. Du denkst oft auch an Emotionen aus der Vergangenheit. Vielleicht musst du auch etwas aus der Vergangenheit erst bearbeiten. Möglicherweise eure alte Liebe. Ja, also man muss noch was bearbeiten. Du wirst wissen, was das ist. Aber es wird. Steht unter einem guten Stern, sage ich mal so. Ne? Also ihr wird wieder in die Fülle kommen. Ihr wird wieder. Boah, hier ist eine gesprungen, aber richtig. Ja, Wahnsinn. Der Stern. Der Stern ist eine Karte aus der großen Arkana, Sternzeichen Wassermann zugeordnet, die 17. Karte. Steht für Freude, für Wunscherfüllung, für Lebenswillen. Das ist starke Hoffnung. Ganz starke Wunschkarte. Das heißt, was hier in der Liebe weitergeht, das wird auch von Erfolg gekrönt sein. Wie ich gerade sagte, steht unter einem guten Stern. Brauche ich nicht weiterlegen. Ja, denk an meine Ratschläge. Ne, ihr werdet euch hier wieder neu kennenlernen. Es wird wieder in Harmonie alles laufen, aber hier wird es etwas dauern. Das wird jetzt nicht im Januar direkt sein. Also, ihr werdet im Januar wieder auf euch zugehen. Vielleicht werdet ihr auch zusammen. Knickknack, also Erotik ist hier mit drin. Aber bis man wieder so ist, wie man am Anfang war. Und deswegen, ne, ich sagte ja gerade, denkst du oft dran, wie die Beziehung früher war. Bis man aber dahin kommt, das ist so dein verborgener Wunsch, das dauert. Aber der Stern sagt an, das wird funktionieren. Ja, dann wollen wir nochmal gucken, was das Liebesorakel dazu sagt. Liebe Sternzeichen Fische. Auf ewig. Respektiere den Ort im anderen, in dem alleine der Liebe wohnt. Respektiere den Ort im anderen, der ewig währt.
Auf ewig. Und du bekommst von mir auch noch eine Karte abschließend vom Merlin-Orakel. Wunderschönes Deck vom Schiener Verlag. Ich habe es schon gesagt, ich kaufe die Kartendecks immer selber. Ist keine Werbung, aber das Kartendeck finde ich so schön. Passt auch zu meinem Kanal, ne? Aber das ist nicht für mich gemacht worden. Also Merlin-Orakel hat was ja mit dem Zauberer Merlin zu tun. Und mein Merlin ist natürlich wegen dem Hund, ne? Also das hat nichts mit dem Merlin-Zauberer zu tun. Das hatte ich gerade schon mal. Das ist ja Wahnsinn. Das hatte ich bei dem Schützen. Also beim Feuerzeichen meine ich. Element, Balance, Gleichgewicht. Luft ist dein Atem, Feuer ist dein Spirit, Wasser ist dein Blut und Erde ist der Körper deiner Seele. Achte auf deine Körper und Elemente. Reinige sie und bringe sie ins Gleichgewicht. Ihr müsst ins Gleichgewicht kommen, dann ist diese Beziehung wieder wunderschön. Wahnsinn. Ja, guckt euch nochmal die andere Legung an. Ich meine, beim Schützen habe ich die Karte gehabt. Ja, liebes Sternzeichen-Kollektiv der Fische, ich hoffe, die Legung hat dir gefallen. Wenn dir die Legung gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Entschuldige bitte den Anfang mit dem Mikrofon, da habe ich echt nicht drüber nachgedacht, aber ich möchte auch nicht nochmal neu starten, weil diese Legung ist für dich und das wäre dann nicht mehr richtig, wenn ich da jetzt irgendwie, ne? Ja, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, gerne auf die Glocke klicken, dann verpasst du auch kein Video mehr von mir. Verzeihung. Ich wünsche dir jetzt aber an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deinen Support in diesem Jahr. Auch wenn ich noch gar nicht so lange on air bin, hätte ich fast gesagt. Ich wünsche dir einen wunderschönen, guten Rutsch ins Jahr 2023. Alles Liebe, alles Gute, komm gut rüber. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Jahr wiedersehen. Ich wünsche dir hier ganz, ganz viel Erfolg. Bleib in der Liebe, denn Liebe ist das einzig Wahre im Leben. In dem Sinne, ciao, ciao, bis bald.